Dies ist die gefährlichste Zeit in der Geschichte der Menschheit. Es geht um eine internationale Verbrecherorganisation mit einer Atombombe. Sie haben keine Wahl, als zusammenzuarbeiten. Mit Codename Uncle hat sich Guy Ritchie nach seinen beiden Sherlock-Holmes-Verfilmungen wieder einen klassischen Agentenstoff vorgenommen. Im Remake der gleichnamigen Serie aus den 60ern gehen ein amerikanischer und ein russischer Spion gemeinsam auf Verbrecherjagd. Infolge eines tragischen Unfalls weisen alle Überlebenden einzigartige physische Fähigkeiten auf. Für diese Fähigkeiten gibt es in unserer Welt endlos viele Einsatzmöglichkeiten. Als Waffen? Fantastisch sieht anders aus. Nach einer Generalüberholung sollen die Fantastic Four mit frischen Kräften die Welt retten. Leider ist die Auferstehung des Marvel-Quartetts nur die Light-Version eines Superheldenfilms. Ruhe in Frieden. Laut Statistik gelingt es 99 von 100 Leuten, die sich mit einem Gewehr in den Kopf schießen, dabei zu sterben. Einem nicht. Mike Tyson will sterben. Nein, nicht der Boxer, sondern der gleichnamige Teenager in der Coming-of-Age-Tragikkomödie Coconut Hero. Die versucht sich als melancholisches Indie-Wohlfühlstück mit Selbstmordfantasien und junger Liebe. Trotz schwarzem Humors überwiegt aber der Schmalz. Ich bin eine moderne Frau, die weiß, was sie will. Und Männer kommen und gehen. Sag versaute Sachen. Ich kam aus dem Fitnessstudio. Ja. Ich war noch verschwitzt vom Squat-Workout. Okay. Ich hatte die kurze Hose an. In meinen Schenkeln hat's gepocht. Du beschreibst dich gerade selbst. Das Thema One-Night-Stands liefert eigentlich jede Menge Steilvorlagen. Trotzdem regt die Liebes- und Sexkomödie Dating Queen eher zum Gähnen als zum Lachen an. Das liegt vor allem an den unglaubwürdigen Figuren. Nur Tilda Swinton ist toll.